Noderabo sind Geister von Priestern, die spät in der Nacht in verlassenen und zerstörten Tempeln zu finden sind. In Lumpen gekleidet sollen diese Wesen gelegentlich die großen Tempelglocken läuten. Der Legende nach waren Noderabo einst Geistliche, die eine Sünde begingen und danach unehrenhaft starben. Die Laster, die ihnen zugeschrieben wurden, waren Priestern verboten, wie beispielsweise eine Beziehung zu einer Frau aufzubauen oder das Verlangen nach Geld. In Städten und Gemeinden wegen ihrer Fehler nicht mehr willkommen, flüchteten die Priester zu verlassenen Tempelruinen und dort verwandelten sie sich in den Yokai Noderabo. Vor langer Zeit lebte ein Mann an einem Ort namens Nodera in der Präfektur Saitama. Er beschloss, die große Bronzeglocke aus dem Tempel der Stadt zu stehlen, jedoch wurde er von einem einheimischen Bürger dabei entdeckt. Der Mann flüchtete und ließ die Glocke in einem Teich fallen, wo sie stecken blieb. Dieser Teich wurde als Kanegaike oder auch als Glockenteich bekannt. Einige Zeit nach dem Raub der Glocke bekam ein fauler Mönchsjunge vom Hohepriester des Tempels eine bestimmte Aufgabe, die er aber nicht erfüllte und lieber den ganzen Tag damit verbrachte, mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft zu spielen. Als es Zeit wurde, sich dem Hohepriester zu stellen und ihm zu berichten, schämte der Junge sich so sehr, dass er sich deprimiert und voller Zweifel in den Kanegaike-Teich stürzte und dabei ertrank. Danach hörten die Dorfbewohner jeden Abend das Läuten der großen Bronzeglocke, die tief im Teich steckte. Der Mönchsjunge wurde als Geist von Nodera oder Noderabo bekannt.